Willkommen zurück, Teil 2 von unserem Video mit den beiden Fahrzeugen von Abt bzw. von Robert. Danke nochmal, dass du uns die zur Verfügung stellst. Wir sind durch mit Steak essen, ihr habt es im letzten Video gesehen und jetzt haben wir das Auto gewechselt. Vor uns fährt Robert mit dem TT RSR. Es sieht auch geil aus von hinten, muss ich sagen. Ja, und wir sitzen jetzt endlich im Abt Vossen SQ7. Unglaubliches Biest. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile gechippt auf 540 PS und hat brutale 1150 Newtonmeter. Für ein SUV geht das Auto ab wie eine Rakete und deshalb bin ich so froh, dass wir das jetzt fahren. Wie es aussieht, das schauen wir uns erstmal jetzt an. Unglaublich, oder? Das Auto sieht noch mal deutlich brutaler aus als der kleine TT vor uns. Und ich weiß, wir hatten früher mal einen Q7, schon ein paar Jahre her. Ich fand das Auto damals schon ziemlich geil, aber was man aus so einem Ding machen kann, so dass er immer noch extrem krass aussieht. Klar, die Streifen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es ganz cool. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist mir zu viel. Aber diese Karre mit dem ganzen Carbon hier am Lenkrad in der Mitte, es ist einfach noch mal viel, viel mehr als beim TT. Und schaut mal, wenn ich Gas gebe. Tschüss, würde ich sagen. Der läuft unglaublich. So leicht zu fahren, das Auto. Gut, Verbrauch wollen wir jetzt mal nicht angucken. Aber es bringt einfach mächtig Spaß. Und ich finde, der sieht wirklich geil aus, oder was ist deine Meinung? Auf jeden Fall, und ist selbst bei 200 km/h noch super angenehm zu fahren, also man merkt gar nichts. Ja, guck mal, wir fahren jetzt 180, 190, 200. Das Ding, das sollte ich vielleicht noch mal sagen, wie gesagt, 540 PS, 1150 Newtonmeter und vor allem keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie sich das anfühlt oder wie das aussieht, weil es ist eben noch ein bisschen nass. Wir werden ihn jetzt hier auf der Autobahn mit Sicherheit nicht ausfahren. Können wir mal zeigen, denn das Auto war vor kurzem auf dem Prüfstand und da haben wir ein kleines Video dazu bekommen. Schaut mal rein. Ihr seht also, das Ding läuft satte 325 Spitze. ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und ich finde, dieses ganze Carbon am Auto, es ist unfassbar. Es gibt 10 von diesen SQ7 von Abt. Also einer von 10, ihr habt es gesehen, hinten an der Tür steht es auch nochmal. Und so umgebaut, wie der jetzt ist, ist es einfach nur noch einer von einer. Denn der hat so viele Veränderungen. Sei es mit der V-Max-Aufhebung. Der hat noch ein paar andere Änderungen. Ja, es gibt den einfach kein zweites Mal. Das muss man einfach mal so machen. Und ich glaube, so ein Auto ist vielleicht nicht die größte Wertanlage, aber sowas sind dann wieder für Sammler natürlich Fahrzeuge, die einfach sehr spannend werden. Ne? Ja, dir gefällt der, wie gesagt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Was findest du am geilsten? Wir
hören uns den Sound gleich auch nochmal von draußen an. Aber was findest du am geilsten? Das ist komplett Paket. Das ist halt, den sieht man halt einfach so nicht auf der Straße aus, weil es halt den nur einmal gibt. So. Dann aber auch die ganze Arbeit, die halt im Innenraum geleistet wurde, mit den ganzen Stitchings, das ist schon unglaublich gut gemacht worden. Die Details, ne? Das ja. Macht es wirklich aus. Guck mal, wenn ich durchtrete, er liegt auf der Straße. Und auch die Bremse. Also, der fährt wirklich sau entspannt und ist für so ein Schiff wie der Q7 nun ist, einfach im Handling immer noch turbo geil. Guck mal, wie wir in der Kurve liegen. Geil. Das ist einfach geil. Der klebt auf der Straße. Er klebt wirklich auf der Straße, ne? Hier, ja. Deshalb ja auch das geile Gecko, was ihr hier seht. Typisch Audi. Audis kleben auf der Straße, wie ein Gecko. Aber jetzt fahren wir 2,25, 2,30. Einzige Problem ist der Tank, der ist nämlich bald leer. 2,50. Haben wir aber einfach mal easy gerade in den Beton gedrückt, würde ich sagen. In den Teer, wir fahren nicht auf Beton. Und das mit 2,5 Tonnen. Heftig, ne? Ja. Guck mal, wenn ich mal in die Eisen gehe. Der bremst nicht so schnell runter. Krasses Auto. Wirklich krasses Auto. Macht vor allem noch mehr Bock mal auf einen Abt, ne? Ja. Also, definitiv. Ich bin immer noch am Zweifeln. So ein RS4R oder ein RS5R, vielleicht sogar ein RS3. Das ist auch was Geiles. Was ist dein Favorit? Jetzt aus der Auswahl, die du gerade genannt hast. Boah, dann wahrscheinlich der RS5R. In dunkelgrün. Doch. Das ist geil, ne? Ja. Das ist dunkelgrün. Abt hat ja so einen als Vorführwagen, ne? Ja. Ja. Vielleicht kriegen wir den ja auch irgendwann mal. Müssen wir mal bei dir vorbeischauen. So, Tank ist auf jeden Fall, wir haben noch 50 Kilometer, aber wir werden es überleben. Also, was ich immer noch so atemberaubend finde, ist bei diesem Auto die Beschleunigung. Ich bremse mal ein bisschen runter. So, Sportgang bin ich natürlich drin. 2x20 und drücke ich mal wieder drauf. Und schwupps sind wir bei 100, ne? Also, für so ein Schiff ist das echt schnell. Also, diese... Der Anzug, der Durchzug ist diese Newtonmeter brutal. Also das erwartet man einfach unfassbar wenig von so einem SUV. Und das macht es natürlich am Ende aus. Und das macht natürlich auch so ein SUV, selbst wenn die Familie hinten drin sitzt, einfach so ein totalen Spaßauto. Das muss man einfach lassen. Ich fahre ja unfassbar gerne Auto. Und natürlich, ich favorisiere immer noch wahrscheinlich dann den TTRSR. Aber ich verstehe, warum man auch als Familienvater vielleicht sagt, ich habe Bock auf so ein Auto. Geil. So, wir haben jetzt noch mal Platz genommen. Und ich wollte euch natürlich das Auto, ihr seht es im Hintergrund, auch nochmal von ein bisschen näher dran zeigen, beziehungsweise einmal kurz rumgehen, denn es hat wirklich so ein paar kleine Details, die einfach Spaß machen. Im Hintergrund seht ihr gerade noch Mike und den TTRSR. Wir machen noch ein paar Bilder, denn auch das darf nicht zu kurz kommen. Jeder Autobesitzer braucht natürlich ein paar geile Bilder von seinem Fahrzeug. Und wo wir schon dabei sind, lass uns einfach mal hier hinknien. Erstmal natürlich diese riesen Felge auf dem Auto, das macht so mächtig. Schwarz auf Grau sieht immer geil aus. Und die ganzen kleinen Details. Hier ist sind die Audi-Ringe, die ganze Seite hier unten, alles Carbon. Hier natürlich nochmal das Up-Logo. Auch hier wieder die Audi-Ringe aufgeklebt. Carbon-Spiegel. Eigentlich, wo man hinguckt, hat dieses Auto Carbon. Und auch von hinten kann man sich das natürlich nochmal anschauen. Als kleines Detail. Die 4 Endtöpfe von Abt. Die bringen nämlich diesen mega Sound aus dem Auto raus. Und, wie gesagt, ihr habt es ja euch erzählt. Für mich
Das hier natürlich das Größte an dem Auto, aber auch für alle anderen ist, glaube ich, hier heute richtig was dabei gewesen. Denn so ein Auto sieht man wirklich nicht alle Tage auf den Straßen und vor allem nicht das, denn es gibt dieses Auto tatsächlich eigentlich nur 10 Mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die alle verkauft wurden, aber es gibt das Auto nur 10 Mal. Und den hier, so wie er ist, ohne V-Max, mit noch ein paar kleinen Detailänderungen, gibt es wirklich nur einmal auf der Welt. Und somit ist das hier ein richtig schönes Einzelstück. Kleine Kehrseite ist natürlich der Preis. So ein Auto kriegt man ja für knapp unter 300.000 Euro, also auch nicht mehr so wenig. Und ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video natürlich gefallen, und wenn das so war, dann kommentiert fleißig, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns wieder. Ich probiere weiterhin richtig geile Autos für euch zu holen, und heute hatten wir einen Megatag in Kassel, beziehungsweise hier in der Nähe, in so einem kleinen Tal. Wir waren in Göttingen, wir waren in Kassel, wir haben uns alles angeguckt hier in der Gegend, das mache ich gerne, und insofern schreibt mir, wenn auch ihr mal ein cooles Auto habt zum Filmen, dann kommen wir vorbei. Also, bis zum nächsten Mal. Just gonna get rid of the singer, wonderful point times, days.